in the morning, feeling kinda lonely. She's taken off already, didn't really got to know me. I bet I, but now it really doesn't matter. Remember last night when we had some fun together? Yeah, I'm a hunter. Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zur Folge, also ein bisschen Tivia, zu einer Runde Tivia. Und zwar zur genau Folge 479,75. Warum 0,75? Hallo übrigens. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil wir ja immer noch die 480 schon aufgenommen haben und heute ja das Update rauskam, das Winter-Update. Und ich persönlich habe mich gestern damit beschäftigt, als es hieß, okay, pass auf, morgen kommt das Winter-Update, also morgen im Prinzip jetzt heute, und dachte ich mir, guckst du es dir mal an. Also gehst du mal auf Wiki und guckst dort mal ein bisschen rum. Und in der Tat, es hat mich angesprochen. Ich fand es ziemlich nice, das, was da jetzt so kommt. Und ich würde gerne rudimentär, wichtig für die Klugkacker unter uns, Grüße an Igel, rudimentär kurz erklären, was ich da so ziemlich nice finde. Also diese beiden Pray for Pray-System und auch dieses Imbrewing-System wirklich rudimentär kurz erklären, damit jeder so ungefähr versteht, worum es geht. Also das hatte ich mir zumindest vorgenommen für diese Folge, so ein bisschen drüber quatschen, was ich so verstanden habe bisher. Was ihr gerne machen könnt, ist, wenn ihr es natürlich besser wisst, in den Kommentaren einfach mal klug hacken. Seid herzlich willkommen, wenn ich irgendwie was Falsches erzähle und ne, ihr wisst es ja. Also ich meine, die Jungs, Grüße an euch, aber ihr wartet ja nur darauf, ne, dass ich irgendeine Scheiße erzähle. Übrigens, wir sind hier in Edron, ihr dürft euch jetzt aufregen, dass wir in Venor sind. Aber bevor ich damit loslege, ist mir so eingefallen, ich habe Kommentare gesehen. Und warte mal. Ziehen wir mal ein Stück rüber. Ich habe Kommentare von Lukas gesehen. Und Lukas meinte, ja, okay, ich könnte ja theoretisch hier das hier so hinpacken. Und dachte ich mir, okay, auf Dauer ist das natürlich ein bisschen bescheuert. Und bin dann auf die Idee gekommen, wir könnten es doch so machen. Ist das nicht toll? Ich finde das cool. Dann platzieren wir den hier so. Und dann kann ich die ganze Zeit hier so laufen und gehen. Dann müsste ich bloß gucken. Ich muss, glaube ich, so und so. Dann quasi immer in die Richtung gucken. Keine Ahnung. Also ich finde das sehr witzig. Naja, auf jeden Fall legen wir mal direkt los. Und zwar, warte mal, ich laufe mal nebenbei so ein bisschen rum. Ich werde auch das mal wieder ändern. Das war bloß ein Spaß. Kann man keinen antun. Kriegt mir Augenkrebs. So. Schwupps, du dahin? Okay, also, wir fangen am besten mal mit dem Pray-for-Pray-System an, weil ich glaube, das ist eigentlich relativ easy-peasy. Also, ihr habt hier jetzt einen neuen Button, ja, diese kleine Schaltfläche. Und dem neuen Klienten, übrigens, schreibt mal für die den alten Klienten jetzt genutzt haben, schreibt mal bitte in die Comments, ob ihr jetzt den neuen, also ob der sich automatisch abgedatet hat, also was wir da quasi im letzten Video vermutet haben. Das würde mich mal brennend interessieren. Jedenfalls, nach dem Update habt ihr hier dann so eine hübsche kleine neue Schaltfläche und dann kriegt ihr unten diese Pray-for-Pray-Geschichte. Und dann könnt ihr quasi einzeln diese inaktiven anklicken, beziehungsweise einmal draufklicken, dann kriegt ihr halt beide. Wichtig ist, es gibt drei Monster, die ihr euch auswählen könnt, die ihr verbuffen könnt. Ihr bekommt pro Slot quasi die Möglichkeit, ein Monster zu buffen. Und zwar, jetzt muss ich lügen, weil jetzt habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben, was alles zu buffen gilt. Warte mal, Pray for Pray. Vielleicht haben wir das bei Wiki ja noch irgendwo zu stehen. Ach, wieder mal super vorbereitet. Warte mal. Kriegen wir gleich hin. Im Brewing Hammer. Und Pray System. Genau, da wollte ich hin. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, hier Damage Boost auf dieses Monster zu initiieren von 7 bis 25, die Damage Reduction, also das, was ihr von diesem einen Monster kassiert, zu reduzieren, dann den Bonus von diesem einen Monster, also die Bonus Experience zu generieren, quasi bis zu 40% mehr und habt ihr doch die Chance auf erhöhtes Loot für dieses eine Monster, was ihr euch hier aussuchen könnt. Diese Listen sind random generiert, also zufällig generiert. Und ihr habt hier die Möglichkeit, jetzt muss ich grübeln, ich glaube alle 20 Stunden habt ihr die Möglichkeit, da kostenlos zu rerollen. Also falls euch die Monster nicht zusagen, dass ihr hier dann kostenlos rerollen könnt. Wir können ja mal, I should you the free list reroll. Ja, wir machen es einfach mal. Genau, hier 20 Stunden. Yay, mal was richtig gesagt. Ich bin zufrieden mit mir. Und das könnt ihr dann quasi alle 20 Stunden machen. Ich glaube, man kann es für Bonus-Points, da wollen wir mal einen Klick hier vor New Monster List, was kann man machen?
You want to spend... Ah ja, okay, du kannst also für Kohle dann quasi für das, was hier unten steht, die ganze Geschichte nochmal rerollen. Kostet dann also irgendwann mal Geld. Alle 20 Stunden ist es halt kostenlos, wenn ihr also kein tolles dabei habt. Jetzt haben wir beispielsweise den Behemoth, den können wir anklicken. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, klick und das Button, du confirm. Wir confirm einfach mal. Und dann haben wir die Möglichkeit, was haben wir jetzt gerollt? Was ist denn das? Was ist denn das? Moment, jetzt muss ich einmal mal gucken. Was für ein Dingens-Buff wir jetzt bei den Behemoths bekommen haben. Monster Duration Value. Damage Reduction. You take 18% less damage from your Prey Monster. Das heißt, wenn wir jetzt Behemoths hunten gehen, würden wir 18% Reduction bekommen. Ja? Also das ist eigentlich schon von diesem Prey-Geschichtchen der ganze Hintergrund. Läuft dann quasi 20 Stunden. Ich frage mich jetzt gerade, ob die Zeit abläuft, sobald ich hier in einem Battle-Sign drinne bin oder ob es nur läuft, wenn ich Behemoths schlachte. Das können wir gleich mal testen. Und zwar, indem ich wohin gehe. Aber bevor ich das tue, kurz hier noch, Slot 2 ist das, Slot 3 ist das. Ja, im Auge behalten, beziehungsweise im Kopf behalten, weil wir gehen jetzt mal los. Und Slot 2 ist quasi nur für Premium-Players. Und dieser Slot 3 ist, also auf diesem Slot 3 könnt ihr dann quasi ein drittes Monster auch noch, wie sagt man das, buffen? Ich würde es jetzt einfach mal buffen nennen. Und zwar dann, wenn ihr unlock permanently, wo ist es hier? Permanent Prey Slot Nummer 3 für 900 Tibia Coins. Keine Ahnung, was 900 Tibia Coins kosten. Warte mal. Können wir mal schnell ausrechnen. Aktuell kostet ja so ein Coin 900. Warte mal. Ich rechne mal ganz milde mit 14.000 für 12,6 Millionen Ingame-Dollars. Könnt ihr das quasi euch freischalten. Dann habt ihr die Möglichkeit, quasi ein drittes Monster dann noch zu rollen, sozusagen. Und euch, keine Ahnung, für wo auch immer ihr dann huntet, dort quasi einen perfekten Hunting Ground zusammenzustellen. Also ein perfektes Hunting-Team Hunting-Team ist auch falsch. Ein perfektes Creature-Portfolio, um halt das Maximum rauszuholen, ne? Wichtig ist, guck, wir brauchen also nicht hunten, soll heißen, die 2 Stunden zählen ab sofort. Das heißt, man sollte es auch direkt dann anstellen, wenn man vor Ort beim Hunting Ground ist. Jetzt würde ich gerade, also ich glaube, irgendwie konnte man es auch abusen, das habe ich nicht ganz verstanden, aber so what? Das finde ich aber witzig hier. Zack. Free? Achso, ist ja free, deswegen kann man mehrfach, warte mal, jetzt teste ich mal, ich rerolle mal free, okay, ist jetzt used. Jetzt zahle ich mal 1600, ich bin gespannt, ob das dann steigt. Nee. Das ist ja nix. 6150, ich sag mal gut, für Low Level ist es okay. Okay, Quara Constrictor, sehr spannend. Soul Eaters, krass. Soul Eaters, stell dir mal vor, Soul Eaters mit Eric Experience Boost. Das ist richtig gut für Level 200 plus. Also die da in diesen komischen Dings handeln. Oh, hier Giant Spiders, ist ja auch nice. Da Improved Loot mit den Silks, nice. Draken Elite, hey, da kann man auch ein Shield looten. Das ist ja echt cool. Würde mich auch spannend oder mehr, also wirklich interessieren, ob denn beispielsweise die Draken-Elite, wenn ich jetzt in den zweiten Slot packe, auch die noch möglicherweise dann, oder wenn ich die in den ersten Slot packe, ob die dann möglicherweise noch im zweiten Slot auftauchen. Das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit alles so zeigen und die Erfahrung sammeln. Aber das eigentlich im Grunde ist schon der ganze Hintergrund von diesem Prey-System. Ne? Also Damage Reduction oder dass du mehr Damage austeilst auf die, dass die dir mehr Experience geben oder dass die besser Loot droppen. Das sind nur die Buffs, die du auf die einzelnen Monster pro Charakter oder Account, ich glaube Charakter, pro Charakter, komm, wir gehen mal ein bisschen durch Vendor, dass es da pro Charakter so ein Listchen quasi, also so ein Buff gibt. Das finde ich eigentlich ziemlich nice, also auf jeden Fall nice, um eine Hand zu planen. Was ich aber auch ziemlich cool finde, ist dieses neue Imbrewing-System, wo ich immer noch, jetzt muss ich mal selber gucken, was heißt denn verdammt nochmal Imbrewing auf Deutsch? Warte mal. Oder heißt es Imbuing oder Imbrewing? Jetzt muss ich mal mich selbst hier. Moment, ich gucke mal. Imbuing oder Imbuing. Ach du Scheiße. Imbuing. Wie beschissenes Wort. Erfüllend, durchdringend. Alter, ernsthaft? Okay. Lassen wir das mal am Rande so stehen. Also, für dieses Imbuing braucht ihr auf jeden Fall eine Quest. Das ist diese Forgotten. Ups, seht ihr gar nicht, wa? Nö, seht ihr nicht.
Das ist diese Forgotten Knowledge Quest. Die braucht ihr dafür. Ability to imbue items and possible more. Was ihr quasi machen könnt oder was dieses Tolle an diesem Imbuing-System ist, ihr könnt quasi auch wieder buffen. Und zwar Waffen buffen oder Equipment buffen, was früher kaum oder selten Nutzen hat. Ne? Ihr seht hier eine ganze Liste an Sachen. Die können jetzt alle quasi mit bestimmten Buffs, auf die ich gleich noch eingehen werde, gepimpt werden. Ja, ist unterschiedlich, oder die Items haben unterschiedliche Slots. Ich weiß gar nicht, ob jetzt beispielsweise das hier schon integriert ist. Imbuable, ja, aber wie viele Slots ist immer spannend. Es gibt bis zu 3 Slots, nicht pro Item, sondern für, ich denke mal, eine bestimmte Itemgruppe. Beispielsweise Boots haben nur 1 Slot für einen Buff. Das ist eine spannende Geschichte, aber das haben sie anscheinend noch nicht integriert. Naja gut, wie auch immer. Also nehmen wir an, beispielsweise Amazon Shield. Du hast, oder hier noch besser, einige von euch haben ja schon Great Shield, ja? dann hast du jetzt die Möglichkeit, weil früher war das Great Shield ja nackt, so wie es ist, hatte quasi eine riesen Defense, aber nichts weiter. Ja, riesen Defense und damit hast du eigentlich, weil halt die ganzen Statuseffekte jetzt dazugekommen sind im Laufe der Vergangenheit, hattest du wirklich die Situation, dass es irgendwann auch nutzlos war, damit rumzurennen. Das war halt schön, war cool, ist selten. Ja, höchste Defense, macht alles ganz doll Sinn, aber du konntest die Nummer halt mit diesen Buffs war es irgendwann wertlos. Also ich weiß nicht, wertlos, also mir fehlt jetzt der Vergleichswert, um zu sagen, ob es dann zum Schluss hin, nachdem es schon diese Crit-Geschichten gab oder was auch immer es für neue Items gab, ob das dann im Vergleich quasi schon abgemildert war, keine Ahnung, fehlt mir gerade, wie gesagt, der Vergleichspunkt, aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass man das jetzt diese verschiedenen Items gebufft werden können. Jetzt können wir mal kurz gucken. Hier ist quasi auf Tibia Wiki eine Liste. Liste A der ganzen Items, die zu buffen sind. Ja, also nur die hier in der Liste sind, die kannst du buffen. Ich beispielsweise mit meiner Demon Wing Axe kann die Demon Wing Axe buffen. Und zwar gibt es dann hier oben die Möglichkeit, was man buffen kann. Ne? Ich kann zum Beispiel die Demon Wing Axe nicht mit einem Magic Level Rise versehen, weil das geht nur bei Wands, bei Rods, bei Helmets, für den Druiden und für den Sorg. Klar, haben sie halt quasi ausgenommen für den EK, damit er quasi direkt mal 4 Level mehr bekommt. Moment. Also wir hatten gesagt, meine Demon Wing Axe, hier zum Beispiel Axes, kann ich mein Axe-Fighting Skill um 4 risen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, dass diese Stufen, du kannst es also verschiedenstufig buffen lassen und dass diese Stufen am Ende auch noch levelabhängig sind. Und ich möchte behaupten, dass diese ganzen Sachen, also Fire Damage, Earth Damage, Energy Damage, was da halt, also das ist übrigens auch ziemlich nice, converts 25% oder jetzt hier diese Powerful Frost, converts 50% of Physical Damage to Ice Damage. Bedeutet, beispielsweise für den Ritter, wenn er jetzt, früher war es ja so, wenn der Ritter Demons hunten wollte, dann war das für ihn Pain in the Ass. Jetzt hast du so, wenn du deine Waffe, hier Sword Club X, wenn du die quasi mit diesem Powerful Frost buffst, dass 50% von dem, was du raushaust an Schaden, dass das nicht Physical Damage ist, sondern es wird konvertiert, umgewandelt into Ice Damage. Was natürlich für den Demon cool ist. Was man noch machen könnte, vielleicht Energy draufpacken. Ne? Also man hat ja dann vielleicht, ich weiß es nicht, in den Slots, in den Waffenslots 3 Slots. Das heißt, du kannst einmal dieses Convert to zu Ice machen. Dann kannst du halt vielleicht das gleiche noch mit Energy machen. Das war hier oben irgendwo, glaube ich. Physical Damage to Fire Damage, Earth Damage, hier unten. Electrify. Dass du dann quasi 50% noch auf Energy Damage machst. Die Frage ist dann, wie wird das entschieden? Also ich glaube, dass man die ersten 50%, also wenn ich jetzt 100% habe von dem Physical Damage, den ich raushaue, dann werden die ersten 50% geteilt und dann auf Eis gemacht und dann möglicherweise die letzten 50 überbleibenden Physical Damage, die ich noch habe, werden dann, wenn du einen zweiten Buff draufpackst, nochmal um die Hälfte reduziert, sodass du quasi am Ende dann nur 25% Energy Damage noch zusätzlich hast und 25%
Physical Rest Damage. Ich weiß nicht, wie es geregelt ist. Auch noch eine spannende Sache. Wenn ihr das wisst, schreibt es bitte in die Kommis. Spannend für jedermann zu wissen, weil so weit bin ich quasi noch nicht vorgedrungen. Aber ich finde es halt ein echt spannendes Thema. Und deswegen wollte ich das unbedingt heute noch loswerden. Und ich werde es auch heute noch rendern und raushauen, auch wenn da die Folge irgendwann erst um, weiß ich nicht, 10 Uhr wahrscheinlich online kommt. Genau, und das gleiche hast du halt natürlich für Distance Fighting, Club Fighting. Du kannst, hier war irgendwo Speed noch aufgezählt. Das heißt, die Boots kannst du dann quasi auch noch verwünschen, also verbuffen. Was haben wir denn hier so für Boots? Die BOH sind natürlich nicht mit dabei, aber halt andere Golden Boots kannst du mit reinbuffen, dass du quasi, dass die halt mehr Nutzen haben. Weißt du, früher war Golden Boots einfach bloß hingepackt, so mitten so einfach rein, Deko-Item, nutzlos. Für die, die jetzt BOH immer genutzt haben oder weiß der Geier was, ist das jetzt eine echte Option. Obwohl die dann letztendlich, jetzt muss ich gucken, wie lange hält denn da der Spell? Ich glaube, der Buff hält auch bloß eine bestimmte Zeit. 20 Hours, da steht's. 20 Hours hält es dann quasi. Und es kostet in der Tat, und das finde ich auch wieder ziemlich geil, es kostet ihr Astral Sources. Früher waren es Creature Products, jetzt sind es Astral Sources. Ja. Swampgrass oder die ganzen Kackgeschichten. Das heißt, diese Nummern, und da können wir gleich mal gucken, also wenn man das jetzt hier mal so sieht, Rope Belts, Vampire Zähnchen oder diese Piles of Grave Earth, wenn man das selber benötigt, also ich glaube, als High-Level wirst du dich nicht erniedrigen lassen, sowas, also Vampire handeln zu gehen, möglicherweise ja schon, weil du irgendwie das Geld sparen willst, weil wir können ja mal gucken, Vampirzähnchen sind ja früher weggegangen für ein Apfel und ein Ei. Und jetzt gucken wir mal gerade. Vampirzähnchen. Ja. Price bei 500 schon. Läuft. Und ich geh ganz fest davon aus, hier guck mal, genau. Diese verrückten Geschichten für 3000, auch richtig krass. Das wird noch sich richtig schön nach oben korrigieren, denke ich mal. Also wenn das einschlägt, vor allem denn die, warte mal, was war Vampirzähne war für, genau, auch ziemlich geil, Hitpoints Leech, soll heißen für EKs, doch eigentlich voll interessant. 25 von den Damage, den du austeilst, kriegst du dann als Hitpoint wieder zurück. Was eigentlich, also 25% von dem Damage auf ein Einzelmonster, wurde mir gestern gesagt, wurde ich belehrt. Vielen Dank an der Stelle an Dopa. Finde ich spannend. Das eröffnet dir zumindest als Ritter oder für Ritter ist es eine richtig geile Geschichte, weil zum einen die Geschichte mit dem Eis-Damage, da hatten wir gestern auch drüber gesprochen, ist zum Demon-Hunten beispielsweise richtig, oder du hast halt als Ritter jetzt viel mehr Möglichkeiten, da irgendwie einzugreifen, in das Weltgeschehen. Soll heißen, das, was du hunten möchtest, so kannst du halt deine Waffe buffen. Ne? Vorausgesetzt natürlich, du hast das Level abgeschlossen. Das wäre jetzt nochmal spannend zu sehen. Wo habe ich denn das gestern gelesen? Ich möchte behaupten, warte mal, stopp. Ich glaube, das war hier unten bei den Waffen. So, jetzt nehmen wir mal, wo ist denn hier meine Axe? Da ist der Demon Wing Axe. Haben sie das schon integriert? Umbral Master, Shoppel Master, tralala. Nee, haben sie nicht. Wo hatte ich denn das? Ach nee, Bullshit. Das war bei den Gold-Items. Das verwechsel ich jetzt gerade. Okay, also bei den Gold-Items war das so levelabhängig. Das heißt also, wenn ich selber imbrewen möchte oder imbuing möchte, keine Ahnung, kann man sich ein schönes Wort dafür ausdenken? Wenn ich selber meine Waffe durchdringen möchte, mein Helmchen hier durchdringen möchte, wenn ich alles selbst ein bisschen buffen möchte, dann muss ich es also entweder einem guten Freund anvertrauen, ja, also von mir ist auch dann hier solche Items oder höher stehende Items. Helm? Kann man Ferumbras Head im Bühnen? Witch Head. Okay. Gut. Anscheinend ja nicht. Also Ferumbras Head kannst du, die Mützchen von Ferumbras kannst du nicht enchanten oder buffen. Naja, whatever. Jedenfalls musst du es halt selbst machen oder halt fragst einen Freund. Und das wäre dann, also hier steht nichts von Level Requirement. Also auch Level Requirement, was diese Geschichte hier angeht. Huch, es geht dann zurück. Was die Geschichte der Bezahlung hier oben angeht, ne? Finde ich sehr, sehr spannend. Naja, gut, bevor ich hier noch weiter rumrätsel und mich oder euch vom Handen abhalte, würde ich sagen, ich glaube, so einen kleinen kurzen Mini-Einblick, ja, gab es, weil wir hatten, es kam heute schon die Frage auf und es gibt, glaube ich, auf YouTube einen guten, der Eric, der hat das
Ja, Stefan findet es ziemlich gut. Ich finde es auch nicht verkehrt. Ja, Eric hat das, glaube ich, ganz gut nochmal erklärt. Aber für diejenigen, die Englisch nicht mächtig sind, die des Englischen nicht mächtig sind, die werden dann natürlich ein paar Problemchen haben, weil der gute Kerl, der quatscht unentwegt schnell Englisch. Und insofern ist das vielleicht ganz gut, wenn wir das für diejenigen nochmal so ganz kurz auf Deutsch haben. No? Dachte ich mir so. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Gut, okay. Dann wollen wir es nicht in die Länge ziehen. Ich danke fürs Einschalten. Am Sonntag nicht vergessen, zum dritten Advent kommt rechtzeitig morgens um 10 dann unsere Folge 480. Und dann sind wir hoffentlich irgendwann wieder so halb im Flow, im normalen Flow. Und dann hauen wir halt immer was raus, wenn was so kommt. Ne? Gut, also in dem Sinne, ich danke fürs Einschalten. Viel Spaß beim Durchdringen eurer Items oder halt auch beim Prayen hier beim Rerollen. Warte mal, wir rerollen mal schnell nochmal. Ja, komm hier, 6500. Drakenspell, wie war geil. Auch die Wards sind wieder hübsch. Mutant, okay. Nice, nice, nice. Insektoid Worker, Terramite, Dragon Hatchling. Ist cool, was da für Monster gibt. Ob alle Monster drin sind? Was ist denn ein Klomp? Warlocks. Nice. Warlocks mit Improved Loot finde ich ja mega sexy, wa? Leck mich am Arsch. Wieso geht das eigentlich hier runter? Okay, warte mal. 47? Ah, okay. Erzählt nochmal. Undead Dragons. Nice. Nightstalker. Blues Golems. Smuggler. Also für jeden was dabei. Lizard Templar. Für jede Stufe was dabei ist. Interessant. Was das hier Infernalisten stimmt. Ich finde das cool. Ich finde das richtig, richtig cool. Da haben sich endlich mal was super ausfallen. Also super einfallen lassen. Ich finde ja auch, dass dieses Update, also muss gestehen, am Anfang dachte ich, wow, das ist schon ein bisschen krass komplex. Vielleicht auch zu komplex, aber eigentlich ist es total simpel. Ja, man muss sich bloß 2 Minuten damit mal auseinandersetzen. Und ich verjubel hier gerade die ganze Kohle, die... Netterweise übrigens vielen Dank nochmal an der Stelle auch an Xomoda. Er hat einfach mal gespendet, ne? Also wir haben jetzt hier ja 1,2 Mille auf dem Konto und er hat einfach mal 1 Million rübergeschubst. Finde ich nett und vielleicht bringt mich das ja auch einem kleinen internen, nicht ausgesprochenen Ziel näher, dass ich 2017 ja Tibia-Milliardär werden möchte. Also wenn ihr spielen wollt, wenn ihr spenden wollt, meine ich nicht Euros, spendet Ingame-Money, dann habe ich ein Ziel für 2017. Vielleicht machen wir auch Sims. Medusen, Alter, geil. Für Deeper Banuta, finde ich super. Oh Gott, Alter, Lizard. Krass. Plaggies, Water Element, ah, nice. Aber wirklich wahrscheinlich dann auch alles so die typisch Spitnettle, ehrlich. Wer macht eine Spitnettle, Alter? Hey, was hattest du so? Ich hatte Spitnettles. Undead Dragon und so. Ja, schon wieder Mutant. Okay, läuft. Was ich gerade ein bisschen komisch finde. Ich glaube, diese 6000, zählen die richtig? Warte mal, da müssten jetzt eher 79 müssten es jetzt sein. Ja, okay. Gut, zählt also richtig. Gasselmore, Alter, geil. Nice, nice. Naja, whatever. Bevor ich jetzt hier noch ins Träumen verfalle, ich werde mich mal gucken. Also, na gut, ich glaube, ich werde jetzt hier keinen großartigen Hunting Ground finden, aber vielleicht kriege ich ja doch noch irgendwie ein Level zusammen. Mag ja sein. Also, wie gesagt, wir sehen uns am Wochenende, Sonntag, 10 Uhr, ist die nächste Folge draußen. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis dann.